Hi, willkommen zu einem neuen Thema auf meinem Kanal. Und zwar heute wollte ich einfach auch mal über ja, meine Erfahrungen sprechen aus der Corona-Zeit, ja, wie ich das Ganze gesehen habe, beziehungsweise das Ganze noch einmal ein bisschen ja, analysieren und natürlich auch mit meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, weil ich dazu jetzt auch eigentlich was sagen wollte. Ja, weil dieses Thema ein bisschen ja mittlerweile wieder so weg ist aus der Nachricht. Es geht in den Nachrichten nur noch um den russisch-ukrainischen Krieg und natürlich die Inflation und viele andere Sachen. Aber über Corona wird gar nicht mehr gesprochen, als fast so, als gäbe es gar nicht. Ja. Und ich sehe das jetzt auch hier in den USA, ne, dass, ja, würde man sagen, 90, 95% der Leute auch keine Masken anziehen. Kann man jetzt gut oder schlecht heißen, ja, aber natürlich ist das Virus nicht mehr so stark, vielleicht wie vor ein, zwei Jahren, beziehungsweise ist nicht mehr, zum Glück nicht mehr so bedrohlich, ja, weil ja auch viele Leute oder die Mehrheit der Leute mittlerweile zweite, klar, dreimal geimpft sind und allgemein auch denke ich, wie das ja bei den meisten Pandemien auch war in der Weltgeschichte, dass die nach ja, nach 2 Jahren zu abflachen, ja, kann man sagen. Und dieser flacht ja auch ab, obwohl er immer noch da ist, obwohl immer noch Leute Corona bekommen und es auch ja, bei einigen sehr gefährlich wird, ja. Aber es ist nicht mehr so wie vor ein, zwei Jahren und auch nicht mehr den Nachrichten. Aber was ich einfach, über was ich ein bisschen reden wollte, ist, ja, was so ein bisschen meine Erfahrungen waren und was ich so erlebt habe. Und zwar, ich brauche jetzt gar nicht mehr so über den März, April 2020 zu reden. Das kennen wir alle, was passiert ist. Also wir können uns erinnern auf einmal, ja, wie es diesen harten Lockdown auch damals gab, ja, in Deutschland. Wir können uns erinnern, ja, wo, ja, wie soll ich sagen, auf einem und anderen Tag alles anders war. Und ich kann mich noch erinnern, als ich war da einer der ersten vielleicht, die damals so eine Maske angezogen haben, ja, beziehungsweise ich hatte ja auch, ja, wie soll ich sagen, ich hatte auch natürlich wie viele andere auch meine Ängste und ich wollte auch keine Covid bekommen, ja, das denke ich mal logisch nachzuvollziehen, ja, und dann als ich eine Maske angehabt habe, haben mich ja sehr, sehr viele Leute so angesehen, ja, wie wir das ja in ja, in Deutschland so ein bisschen kennen, wie die Leute so einen anstarren und so, ne? Das ist ja bekannt. Und ja, dann war das einfach so, dass als die Regierung dann gesagt hat, ja, damals, jetzt müssen alle Masken anziehen, ja, dann auf einmal hat man das gesehen, die Leute haben plötzlich alle die Masken angezogen, weil ja. Ja, weil die Leute ja in Deutschland auch sehr obrigkeitshörig sind, ne? Wenn die Regierung was sagt, dann wird es eben von fast allen irgendwie gemacht, ja, und dann auf einmal wurden Leute angepöbelt, die keine Masken angehabt haben oder keinen Sicherheitsabstand gehabt haben, aber noch vor ein paar Wochen, noch vor 2, 3 Wochen davor wurde man angestarrt, weil man eine Maske angezogen hat. Das ist auch so, weißt du, so typisch Deutschland im Prinzip, ne? Aber gut, das ist eben so, ja, und dann kann ich mich doch erinnern, oh, was es da für Streitereien gab bei Leuten, ne? Dass vor allen Dingen ältere Leute auch, ja, wenn es einer mal so 10 Zentimeter zu nah war, wie die dann, ja, wie sich dann die jüngeren Leute einen Anschiss anhören mussten. Und das fand ich auch zum Teil übertrieben, weil ich kann einerseits natürlich die Angst verstehen, ja, das ist klar, aber andererseits kann man es auch übertreiben, ja, man kann es auch übertreiben. Und das ist mir aufgefallen in Deutschland und ich wurde auch vielleicht ein oder zweimal, ich glaube einmal, auch richtig stark angepöbelt von einem älteren Herr, ja. Und ja, da habe ich auch gesehen, ja, da war auch erst ein anderer vor ihm, der jetzt, ich sag mal, anders aussah als ich, ja. Und der wurde von den älteren Herren nicht, sage ich mal so, beziehungsweise der wurde überhaupt nicht angepöbelt, aber ich wurde angepöbelt und ich glaube, es hat auch andere Gründe, ja, warum ich angepöbelt worden bin und der andere Mann, der ihm ähnlich aussah, nicht, aber ich möchte dazu nichts weiter sagen, aber ihr könnt euch schon denken, worum es hier geht, dass ich eben angepöbelt wurde und der
Ja, der andere Kollege nennen wir ihn mal zum Beispiel Hans, ja, nicht, aber ja, ihr versteht das bestimmt, was ich damit meine. Und ich wurde angepöbelt, ja, dass ich angeblich einen Sicherheitsabstand nicht habe. Und dann hat er so unfreundlich gesagt: Sicherheitsabstand. Ja, und ich habe gesagt: Ja, Moment mal, ich halte den Sicherheitsabstand. Dann hat er mich weiter angepöbelt, ja, und als ich meine Sachen auf der Kasse stellen wollte, wurde ich weiter von ihm angepöbelt. Und er hat einfach nicht mehr aufgehört, ja. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, wenn du Sicherheitsabstand dann haben möchtest, dann musst du ein bisschen nach vorne gehen. Also da ging es weiter, bla bla bla. Und kam auch, als er dann rausgelaufen ist, kamen auch so, ja, ich würde mal sagen, ja, die Beschimpfungen und Sachen, die man nicht sagen sollte, ne, eigentlich. Aber es ist ja egal. Ne? Ich wollte nur mal sagen, dass ich diese Erfahrungen auch gemacht habe, und im Nachhinein denkt man sich dann, weißt du, Kollege, hättest du 1, 2 Wochen gewartet, ja? Hättest du 1, 2 Wochen gewartet, wäre das nicht nötig gewesen. Warum? Weil da hat die Regierung ja sämtliche, ja, wie sagt man, sämtliche Beschlüsse rückgängig gemacht, ja? Und die Leute konnten wieder, sage ich mal, ohne Masken rumlaufen und brauchten auch keinen Sicherheitsabstand mehr. Ja, damit will ich auch sagen, dass das auch so ein Problem ist, dass irgendwie viele Leute meinen, dass nur irgendwas, was die Regierung sagt, egal was es ist immer, dass das nicht hinterfragt wird, sondern nur verbrav von den Bürgern letztendlich, sage ich mal, ja, vollzogen wird. Und hier in den USA haben wir so ein Verhalten nicht. Du hast da ich sage mal, eine Bevölkerung, die viel kritischer, sag ich mal, die Sachen zum Teil sieht und nicht alles mitmacht. Ja? Was ich sagen möchte, ist, dass natürlich gab es ja auch Regeln und gibt es immer noch, und die werden auch eingehalten zum größten Teil. Ja, so ist es nicht, aber was ich sagen möchte, ist einfach, dass das ein bisschen in anderen Ländern lockerer gesehen wird als in Deutschland. Ja, ich muss jetzt auch gar nicht auf USA schauen, auch in England oder in Frankreich oder auch in Skandinavien und in den Niederlanden oder auch in Spanien wird das Ganze irgendwie lockerer gesehen als im deutschsprachigen Raum. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass ja, ich sag mal so, dass viele Leute einfach in Deutschland viel zu engstirnig sind und unnötig streng und ja, immer mit dem Finger auf andere zeigen wollen, was die angeblich falsch machen. Ja, vielleicht erstmal auf die eigene Nase auch, also erstmal sich auf die eigene Nase fassen, weil irgendwie sieht man ja dann, wenn die Regierung auf einmal sagt, macht das und das nicht, dann halten sich wieder alle daran. Ja. Wisst ihr Leute, wieso, wenn die Regierung sagt, keine Masken mehr sind, wieso ist das richtig? Wenn sie sagt, Masken an sind, wieso ist das unbedingt richtig, ja? Und dann, man soll das auch einhalten. Ja? Ich will gar nicht sagen, das soll man nicht tun, wenn, ja, es geht um eine Pandemie und die war gefährlich, ist gefährlich, und man sollte sich auch an die Regeln halten, ja? So ist das nicht. Was ich sagen möchte, ist, dass es kann doch nicht sein, dass dann wieder, ja, wenn du dann wieder keine Masken angesagt hast, dann wirst du wieder so angestarrt, wenn du dann als einer der wenigen eine Maske anhast. Ja? Und das haben wir, sage ich mal, hier in den USA nicht. Ja? Wenn hier jetzt einer eine Maske ansieht, das gehört dann natürlich zu einer krassen Minderheit mittlerweile. Ja? Aber so angestarrt wärst du ja von keinem. Ja? Oder auch damals, als die meisten Leute eine Maske angehabt haben und dann Einzelne es nicht gemacht haben, da kam da keiner auf die Idee, ihm oberlehrerhaft, sage ich mal, zu sagen, was er oder sie zu tun und lassen hat. Und natürlich gibt es sowas in den USA auch, ne, dass sich dann einige schon was vielleicht sagen, ja, aber nicht in dem Maße wie in Deutschland und vor allen Dingen nicht mit diesem Kalkül, dass man unterschiedliche Menschen aufgrund, sage ich mal, von ja, möglicherweise Herkunft, Geschlecht, Rasse, Aussehen dann noch mal anders behandelt, ja. Das ist mir mal aufgefallen darüber, ja. Es kann einfach nicht sein, dass man immer für jeden Mist einen Anschiss bekommt in Deutschland, ja. Man bekommt immer, irgendwie wird man immer zurechtgewiesen, ja. Warum fasst man sich aber nicht mal auf die eigene Nase und denkt ein bisschen darüber nach, bin ich selber perfekt, bin ich selber fehlerfrei, bin ich selber, mache ich alles selber,
Richtig, und das tun die allerwenigsten irgendwie, hat man das Gefühl. Und was ich damit einfach sagen will, ist Leben und Leben lassen. Ja, natürlich soll mir jetzt keiner, sage ich mal, oder nach wie vor nicht jetzt 50 Zentimeter oder 1 Meter, sage ich mal, neben einem älteren Menschen stehen ohne Maske. Ja, dagegen bin ich auch. Aber ich hatte 1,5 Meter Abstand gehabt von diesem älteren Herrn. Er hatte eine Maske auf, ja, und trotzdem werde ich dann so unfreundlich und mit so einem abwertenden, sage ich mal, Aussagen, sage ich mal, so angemacht, ja. Und das ist leider so, was du in anderen westlichen Ländern so nicht erlebst, nach meinen Erfahrungen, ja. Also klar, ich habe jetzt auch nicht so in anderen, sage ich mal, ich war jetzt auch nicht so in Frankreich oder England, um das alles beurteilen zu können. Aber irgendwie hat man schon ein Gefühl, doch, das ist in Deutschland weiter verbreitet, dass irgendwie die Bürger meinen, sie müssen oberlehrerhaft anderen Leuten alles erklären. Ja, vor allen Dingen, wenn, sage ich mal, sie von der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, ein bisschen sich unterscheiden, ja, in einer unterschiedlichen Art und Weise. Was ich abschließend einfach sagen möchte, ist Maske, ja, sicherlich. Sicherheitsabstand, ja. Und ich bin auch zum Beispiel einer, der ja, dafür ist, dass möglichst alle geimpft sind, weil es einfach wichtig ist, ja, um eine gewisse Normalität zu haben. Aber auch natürlich, dass wenn man dann Corona bekommt, dass es natürlich nicht gefährlich wird, ja. Aber trotzdem, was ich sagen möchte, einfach ist, Leute, ein bisschen leben und leben lassen und nicht immer sich wie ein Oberlehrer in sämtlichen Situationen zu verhalten. Ja, und sagt mir, was ihr darüber noch denkt. Vielen Dank.